Ja, mach ab, fang an. Einmal so, Okay. einmal so. Ne, Quatsch, einmal so, einmal. So, einmal so und einmal so. Ne? Was hast du jetzt gemacht? Den weißen und den grünen. Den. Okay, ich mach den nächsten. Jetzt suchen wir uns den nächsten aus. Ne? Schauen wir mal, wo wir einen haben. Dann nehmen wir den gelb-weißen, ne? Wo ist der? Hier, Hier, gelb-weiß. okay. Fahren wir einfach hier hoch, ne? Du musst mal so halten, wie er war. Hier, der Weiß ist immer oben. Weiß ist immer oben. Weiß ist oben, ne? Ja. Okay, Drehe den ich den haben wir. einmal Ja. so, ne? Ja. Dann drehen wir den einmal so, Ja. einmal so und einmal so, ne? Okay. Dann haben wir den da. So, jetzt haben wir den weiß-blau. Wo haben wir den? Hier. Hier haben wir weiß-blau. Der müsste aber da sein. Was, der Oh. Weiß muss immer oben. Der Weiß Ja. muss oben bleiben. Die Du musst drehen. immer oben bleiben lassen, den Weißen, sonst fliegt es Ja. nicht. So, jetzt drehen wir den mal hoch, ne? Das steht jetzt auch verkehrt, ne? Ja. Jetzt drehen wir den so. Dann drehen wir den so. Dann drehen wir den so. Dann drehen wir den zurück, ne? Okay. So. Jetzt haben wir noch einen. Das ist der Schwarz-Weiß. Dann brauchen wir jetzt einfach nur hochzudrehen, ne? Dann haben wir die Seite schon fertig. Okay. Das hast du. So, jetzt muss man gucken. Wir müssen viele Farben haben, ne? Aber der Weiße bleibt immer schön oben Ja, ins der Bild, ne? weiße bleibt oben. Ich muss jetzt gucken, ich müsste orientieren, wo ich was habe. Grün brauche ich, ne? Grün und gelb. Jetzt ist der weg. Seite, ne? Okay, Hast bleib mal. du. Ja, weiß ist So, oben. jetzt drehen wir einmal so, ne? Und einmal so und einmal so So. und einmal so, ne? Und schon haben wir den oben, ne? Dann haben wir hier gelb, weiß, blau, ne? Ist auch richtig. Machen wir das gleiche. Einmal so, einmal so, einmal so und einmal so. Ja, dann haben wir die auch schon. Jetzt brauchen wir. Der nächste schwarz-weiß und grün. Wo haben wir den? Hier auf der Ecke, ne? Also drehen wir uns den da runter, ne? Immer unter die Ecke drehen, wo du den hin haben willst. Ne? Hier ist schwarz, hier ist grün. Ne? Und weiß ist oben, ja. So, einmal so, einmal so, einmal so und einmal so, ne? So, jetzt haben wir, bleibt ja nur noch der eine da, ne? Und das ist dann schwarz-weiß-blau. Ja, dann machen wir hier wieder, ne? Einmal rechts und rein. Einmal so und einmal so. Dann machen wir das gleiche nochmal. Na, weil zu schön war, direkt nochmal. Ne? Und nochmal. Jetzt müsste eigentlich kommen. Haben wir die Seite fertig, ne? Okay. Hast du das kapiert? So. Jetzt drehen wir den Würfel rum. Ja? Also die Ecken haben wir ja fertig, ne? Sieht das hier so aus, ne? Okay. So, dass die jetzt hier richtig liegen, war jetzt eher Zufall. Ne? So, jetzt gucken wir, was brauchen wir, ne? Hier oben ist rot. Ne? Und alles, was kein Rot hat, fliegt hier oben raus. Ne? Das heißt, dieser hier ist blau-schwarz, ne? Den wollen wir jetzt hier hin haben, ne? Das war jetzt ab rechts, das haben wir auch inverted. Da haben wir ja genau. Da müssen wir den. Warte mal.
Wir fingen an, ab rechts fingen wir an für rechts. Jetzt müssen wir dann so rumdrehen. Oben, Leute, links und Leute. Dann ab links, ne? Ab on und dann ab inverted, on inverted, inverted ist, warum wir, genau. Jetzt haben wir den quasi da reingetan, ne? Und auch direkt richtig, aber jetzt auch Zufall, ne? Das muss nicht unbedingt immer passen. So, jetzt haben wir hier gelb-grün, ne? Mhm. Den wollen wir jetzt hier rechts haben, ne? Okay. Das heißt, dann machen wir ab rechts, ab inverted, rechts inverted, ab inverted, front inverted, ab front, ne? Und hier, da ist er da, ne? Hier noch ein Blau. Blau-Rot. Ne, Blau-Rot ist ja. Passt ja eigentlich. Hier ist Rot, Rot, Rot. Wo ist denn hier der falsche? Da ist der Licht falsch da, ne? Der gehört da nicht hin. Der muss gedreht werden, ne? Mhm. Also schmeißen wir den raus. Müssen wir den links rumdrehen. Ab links. Ab. Und aber wartet. Und dann wartet. Ne? Jetzt haben wir den rausgeschmissen. Jetzt haben wir den da drin. Der gehört natürlich auch nicht da rein. Aber das mussten wir jetzt machen, um den dann da rein zu machen, ne? Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Das heißt, aber inverted. Links. Dann ab links. Ab front. Und dann aber inverted. Und inverted, ne? Und damit haben wir die mittlere Ebene auch schon fertig, ne? Okay, die letzte. Hast du das, ne? Die geht auch noch mit drauf. Hm? Die geht auch noch mit drauf, die letzte jetzt. So, jetzt an der Stelle haben wir jetzt natürlich zufällig schon das Kreuz hier oben, mhm, ne? Sonst wäre das der nächste Schritt. Aber mhm, das haben wir jetzt schon. Mhm. Mach weiter. Hä? Nicht drauf haben. Ja, soll ich jetzt sagen? Wie machen wir das am besten? Wie machen wir das am besten? Machen wir kaputt hier vorne, hier oben, ne? So. Sonst weißt du den Zug nämlich nicht. Weiter geht's. Nee, lass, mach mal so weiter jetzt, wie es so ist. Wie es so ist? Ja. Dann haben wir hier, müssen wir jetzt gucken, ne? Zwei müssten jetzt übereinstimmen, ne? Wenn wir den drehen. Auf irgendeiner Seite müssen zwei passen, ne? So passt schon mal keiner. So passt einer. Und so haben wir zwei, ne? Mhm. Jetzt stellen wir die so, dass einer hinten ist und einer rechts, ne? Mhm. Und jetzt richten wir die Farben aus, dass die quasi alle vier so sind, ne? Und das geht so. Rechts ab. Rechts inverted. Ab. Rechts ab. Ab. Rechts inverted. Ab. Ne? Jetzt sind die alle vier da.
Siehst du? Mhm. Ja, damit haben wir quasi das Kreuz schon mal ausgerichtet, ne? Ja, und jetzt kommt der schwerste Zug, also der längste Zug. Jetzt muss ich gucken, ne? Muss ja die Farben, ja, die passen ja nicht hier rein, ne? Der passt nicht dazu, der passt nicht dazu, ne? Jeder, der passt, ne? Dann nehmen wir den, der nicht passt, stellen den hier auf die Ecke, ne? Hier rechts hin. Ne? Die Farbe passt ja, ne? Der ist blau drin, gelb drin, rot drin, ne? Mhm. Also die Ecke ist richtig, ne? Jetzt kommt. Jetzt hatte ich rechts, ab rechts. Was war das? Ah ja, jetzt kommt ab rechts. Ab in Rotet. Linken Rotet. Ab rechts in Rotet. Ab in Rotet. Links. Na komm schon. Links ist noch unten so. Ne? Mhm. Und hier da, der ist da. Der steht schon direkt richtig. Jetzt habe ich eigentlich die Farben schon alle da, wo sie sein sollen, ne? Nur noch nicht richtig stehen, ne? Mhm. Und jetzt mache ich einfach diesen hier, ne? Den du bestimmt schon kennst, ne? Und den so rum, so rum. So rum. So rum, ne? Mhm. Das gleiche nochmal. Das gleiche nochmal. Naja, wenn es dann irgendwann ging. Und nochmal. Na, da habe ich die schon mal stehen, ne? Mhm. Jetzt gehe ich hier weiter. Hier passende. Weiter. Hier, der passt nicht, der muss drehen, ne? Mhm. Dreh aber immer links rum den dann, ne? Mhm. Dann mache ich das gleiche nochmal. Und hier da, ne? Mein Wurf ist gelöst. Mhm.